So, jetzt mal komplett out of order, möchte ich euch mal was ganz Kleines zeigen. Und zwar habe ich selber eine kleine Map erstellt. Quatsch, brauche ich hier gar nicht. Kann ich hier direkt von hier aus öffnen. Macht mehr Sinn. Slate. Ich habe eine kleine Map erstellt und die würde ich euch gerne mal zeigen, mit dem aktuellen Fortschritt. Ja. Und zwar Death Foretold, also nicht Doom for Doom, sondern Death Foretold, ist ja diese Abwandlung von Doom for Doom. Warum ich die Map benutze, hat einen gewissen Grund, weil ich habe bei der Map vor, ja, das hier ist ein erster gescheiterter Versuch, ein bisschen mit Terrain zu arbeiten. Ist noch nicht ganz geglückt. Ab der zweiten Map geht es dann wirklich an sich los. Hier kommt man an, geht dann hier praktisch durch Cover, durch Lagerhalle ins Bahnnetz. Auch richtig mit fahrenden Zügen, also mit der Was? Mit der Illusion von fahrenden Zügen, so rum. Dann kämpft man sich durch das Bahngleis. Ja, muss ich noch ein bisschen denken, weil das mit den fahrenden Zügen kam erst später hinzu. Von daher muss ich gucken, ob das hier mit meiner Idee, dass man in den Bahngleis langläuft, kollidiert. Bisher nicht wirklich, aber gut. Und dann meine bisher letzte Map ist großes Kanalisationssystem. Jo. Das sind so halt die aktuellen Maps. Bei dem weiteren Tun, bei dem Map entwickeln, vielleicht werde ich dazu noch Videos machen, also praktisch dann ab Map 5 und die Weiterentwicklung von den Maps, wo ihr dann praktisch zuschauen könnt. Ist ja einfach praktisch sowas wie Trash-Videos. Wer Lust hat zu gucken, hat halt Lust zu gucken. Wer nicht, ist natürlich auch nicht schlimm. Ja, und diese Map möchte ich jetzt mit euch mal gemeinsam spielen. Wie gesagt, die Maps sind speziell für Death Foretold. Weil ich persönlich diese Atmosphäre mit diesen, ja, oh, die Sonne kommt langsam raus. Ich erstelle dafür schon mal vorsichtshalber hier mal die Gamma-Werte ein bisschen höher. So, das Told Maps 1. Das hat einfach den Grund, dass bei Death Foretold gibt es diese Unwillings. Diese zombie-ähnlichen Viecher, die einfach nur rumlaufen und Nahkampf machen, aber jetzt nicht irgendwie aktiv auf einen zurennen und dann einen mit Fernkampf da wegplätten, weil ich will, dass die erstmal so eine langsame Einarbeitungsphase in die Map haben, ohne gleich komplett loszujagen. Ja, das ist, man sieht es vielleicht schon, nein, ich habe kein Licht, das ist natürlich Bullshit. Ist allerdings auch kein Problem. Wir wissen jetzt, wie es geht. Ich klaue mir einfach mal. Nein, das mache ich ein bisschen mal davor. Schön die Ordnung wahren. Man möchte ja nicht gleich alles zerschießen hier. Brutal Doom Black Edition Flashlight. Ah, können wir die auch gleich mal testen. Gucken, ob das mit meiner Map, also mit Doom for Toll, Death for Toll harmoniert. Nein, das hier wollte ich. Ist noch nicht belegt. Ja, es funktioniert. Oh ja, stockt ein bisschen, aber es geht. Obwohl, nee, eigentlich gar nicht. Nur im Drehen. Na gut. Ja, wie gesagt, die erste Map ist halt ein bisschen Terrain. Da wollte ich hier so mit Hügeln und sowas probieren. Also, sowas wie, ja, halt Terrain, also Landschaftsbearbeitung. Da sieht man schon richtig, wie das langsam dunkler wird. Gut. Der Abrupt ist ein bisschen heftig, aber es ist schon wesentlich besser als bei dieser klassischen Taschenlampen-Mod. Ja, Endszenario gibt es hier auch noch nicht. Und hier geht man dann praktisch in das Gewölbe rein. Und wenn man denn hier drin ist, dann geht es praktisch weiter mit Map 2. Hier habe ich mir natürlich auch noch ein paar, also in der ersten Map sind natürlich auch noch ein paar Monster, die rumrennen, aber wie gesagt. Bei der ersten Map möchte ich erstmal probieren mit dem Terrain anpassen, dass da halt Hügel sind und sowas alles.
Von daher ist hier Map 1 noch komplett unbearbeitet. Gehen wir also vor in Map 2, ab der es schon losgeht. Und zwar mit die Viecher. Und die sind halt komplett passiv, wenn man sie an sich ranlässt, dann tun sie einem weh, aber sind ansonsten halt komplett, ich sag jetzt mal, harmlos. Und damit möchte ich halt praktisch dafür sorgen, dass es halt erstmal relativ ruhig losgeht. Ich hoffe, die Viecher sind jetzt nicht so laut. Ich bin nämlich jetzt nicht mit meiner Record angepassten Version, sondern hier mit normal. Heißt also, die Musik könnte ein bisschen laut sein, allerdings höre ich gerade gar keine Musik. Na gut. Vielleicht sind einfach nur meine Kopfhörer zu laut eingestellt. Und ich wackel schon wieder mit dem Mikrofon rum. So. Hier hat man halt ein erstes kleines Lager. Hier ist schon angedeutet mit Kartons, die ich hier aufgestapelt habe. Und auch ein bisschen Waffen. Hat hier das erste richtig große Lager und auch das wahrscheinlich einzige, weil ich will bei meiner Map dafür sorgen, dass man eher schwer an Munition rankommt. Man hat ein paar Hotspots, also Lager, wo halt logischerweise auch Waffen liegen, aber jetzt so in der Map einfach verteilt eher weniger. Ah, da kommen die ganzen Horden schon. Sind schon auf mich aufmerksam geworden. Also wie man sieht, reine Zombie-Abschlachten erstmal. Halt erstmal so schwache Kost. Um erstmal überhaupt reinzukommen. Hier auch wieder schön Kartons aufgestellt. Man sieht also schon, dass wir so praktisch so ein großer Frachtbereich sein, weil da hinten sind doch die Gleise. Ja, die Maps sind noch sehr klein gehalten. Und dann kommt man praktisch hier aus dem Frachtbereich raus. In den großen Korridor, wo dann von dort aus die ganzen anderen Riesenräume abgehen, die noch komplett unbelegt sind. Ist alles erstmal nur reine Grafik hier. Einzige ist halt das hier, wo auch ein paar Kartons drin liegen. Und dann geht es halt hier weiter mit kleineren Kartons und dann die ganzen großen Kartons. Und ja, hier sind halt schon ein paar Leute gestorben vor mir und die haben auch Sachen gedroppt. Das sind praktisch so die Hotspots, wo man Munition bekommt. Ah, zweimal, also war ja auch zweimal Munition drumherum. Aber ansonsten gibt es halt kaum was. Und gleich kommt ein Höhepunkt. Und zwar ist hier eine Triggerline. Wenn man hier lang geht. Komm, Züge! Yay! Ich weiß hier noch ultra scheiße aus, aber ist überhaupt mein allererster Versuch, mit bewegten Objekten in GZ-Doom zu arbeiten, weil das ist komplettes Neuland für mich. Allgemein Map-Design ist Neuland für mich. Weil die Maps erstmal hatte ich komplett ohne Objekte gemacht. Ich hatte mir nur vorgestern hatte ich mir ein Objekt über Polyobjekte angeguckt. Ein Video über Polyobjekte, was es ja denn ab Hexen gab's. Weil wir spielen ja hier mit einer Doom-Engine. Aha, hier merkt man, hier ist auch schon mit Licht. Ohne Licht geht es ganz flüssig. Aber mit Licht merkt man schon, fängt an zu stockern. Ich kann mal ganz kurz auf unsere Framerate gucken hier. Quatsch, Fab. Ja, ich Fab auch gleich. FPS. So. Aha, 8 Bilder pro Sekunde, 11 Bilder pro Sekunde, nicht gerade die Krönung. Oh, das sieht schon besser aus. Gut, mal jetzt mal ohne Licht. Man sieht mit Licht sowieso viel zu viel. Wobei, es geht eigentlich. Ja, hier ist das Ende der Map. Wenn man hier lang läuft, passiert einfach gar nichts. Hier kommt erstmal gar nichts, hier geht es auch nicht weiter. Und man soll dementsprechend hier auch wieder einer gestorben, also gibt es auch hier wieder Munition. Weil er natürlich Munition verloren hat, ganz klar, wenn er stirbt. So, wenn man jetzt hier ins dunkle Bereich übergeht, dann kommt man in die dritte Map. Und die wird gegnertechnisch schon extrem anspruchsvoll. Deswegen hole ich mir gleich mal eine gute Waffe. Und dann kommt man halt in die Gleise. Ach du Kacke. Ja, warum das so stockert, erkläre ich dann gleich mal.
Fuck! So war es jetzt nicht geplant. Munition. Oha. Oh. Will mich ja echt bald überholen, ich glaub's ja. Fuck. Danke dafür. Wow! Der hat hart getroffen. Ah, da sind zwei sehr starke Gegner. Fuck! Na gut. Ja doch. Ja, diese Viecher hier werden nicht als Monster gezielt. Weil das praktisch für Death Foretold nur dem Charakter sind. So alle Monster weg. Das Problem, was ich nämlich habe, warum das hier so am Anfang so gestockert hat, beziehungsweise auch am Ende, wenn man hier in die Richtung guckt, wenn man sehr viel Map vor sich hat, dann stockert die Map extrem. Das hat zweierlei Gründe. Erstens mal ist die Map einfach viel zu groß. Für Doom-Verhältnisse ist die Map einfach unendlich lang. Das zweite Problem, und das ist eigentlich das Problem, warum GZ Doom so stockert, weil mit großen Maps hat GZ Doom an sich überhaupt keine Probleme. Aber hiermit. Mal fragt man sich, warum. Okay, hier sind Gleise. Ja, das Problem ist, GZ Doom ist ja sektorbasiert. Und das Problem ist, ein Sektor ist immer ein Objekt von hier ist noch ein Tickenlapper. Quasi ein Würfel, ja? Hat also eine Breite, eine Länge und eine Höhe. Das Problem ist, man kann innerhalb eines Objektes keine Höhenunterschiede haben, weil es ist ja ein Würfel. Dementsprechend muss ich für diese Fläche hier einen Sektor definieren und für diese Fläche, die etwas höher ist, auch einen Sektor definieren. Und jetzt kommt's. Das hier ist auch wieder etwas höher. Also hier auch wieder ein Sektor. Hier ein Sektor. Stockert aber schon echt heftig. Hier ein Sektor. Hier ein Sektor. Und da ein Sektor. Bis da hinten hin. Da auch wieder ein Sektor. Da wieder ein Sektor. Da wieder ein Sektor. Und da wieder ein Sektor. Heißt also, diese Map ist aus ganz vielen kleinen Maps zusammengefaltet. Und jetzt kommt das nächste Problem. Licht geht auch nicht. Weil jeder Sektor kann nur einen einzigen Licht, also Helligkeitswert haben. Das heißt also, damit ich hier zum Beispiel bei dem Sektor zwei verschiedene Lichter bekomme, ich versuche mich mal so zu drehen, dass man das jetzt nicht so stockert, damit dieser Sektor hier zwei verschiedene Lichtwerte hat, so erkennt man es besser, der Lichtwert und der Lichtwert, ist dieser Sektor auch wieder in zwei Sektoren geteilt. Einmal das Dreieck hier und einmal das Viereck. Und es klingt jetzt erstmal total banal, weil es sind bloß ein paar Sektoren, aber das Problem ist, dass sie ist für eine einzige Schwelle. Und um das zu zeigen, ich beende mal ganz kurz das Level.
beziehungsweise ich mach so, das war's. Ich gehe jetzt direkt ins nächste Level vor. Das war das hier. Ja, das ist auch wieder ultra stylisch. Hier geht's auch nicht weiter, weil da geht's nicht hin, sondern hier geht's runter. Und das hier ist übrigens, oh ja, man hört schon die Spinne. Das hier ist jetzt übrigens diese Kanalisation, die ich meinte, die ich angesprochen hatte. Und hier habe ich auch direkt Upgrades hingepackt. Heißt also, diese Upgrades droppen nicht zufällig, sondern die sind direkt da platziert. Und um halt das alles zu ermöglichen, muss ich halt direkt mit Death Foretold arbeiten. Und dementsprechend ist meine Map auch nur Death Foretold kompatibel. Vorerst. Vielleicht mache ich die auch noch später Multi-Mod kompatibel, aber erstmal soll das halt speziell eine Map für Death Foretold sein. Weil es gibt halt sehr viele schöne Maps, aber kaum welche für jetzt spezielle Produkte, wie zum Beispiel Doom for Doom. Und dementsprechend wollte ich halt eine Map speziell für Doom for Doom machen. Oh, nicht gut. Und da ich da halt keine gefunden habe, dachte ich mir, wieso macht nicht einfach selber eine Map? Wie das so im Chrome funktioniert, weißt du ja mittlerweile. Ich hatte auch schon sehr viel über Sektoren und sowas alles erklärt gehabt in meinem Aua. Alter, diese Fischer. Naja, die sind ganz schön einfach ab. Und ja, ich könnte es auch einfach machen. Das hier nehmen und hier runter gehen. Mache ich ja dann am besten auch. Ja genau, mache ich. Ah, hier richtig schön. Kommt von oben die ganze Gülle runter. Das ist also ein riesiges Kanalisationssystem hier. Und hier merkt man halt schon, geht's der Doom an sich, kommt mit großen Maps eigentlich wunderbar klar. Es ist halt nur der Detailreichtum durch die ganzen Schwellen. Und hier unten haben wir jetzt unseren Erzfeind, wo immer der ist. Ach, da hinten. Ja, und die Map endet auch erstmal einfach damit, dass man hier hinten die Tür bekommt. Was, das war's. Und damit haben wir jetzt erstmal meine Map soweit durch. Ist das ja mal eine schicke Waffe. Wow. Ja, das war jetzt mal meine Map gespielt. Jetzt öffne ich mal nochmal den Slate und zeige euch, warum das bei der dritten Map so extrem stockert. Ihr habt ja gerade schon so einen leichten Überblick bekommen. Und jetzt zeige ich euch das einfach mal im Detail. Also, Sesam öffne dich und Sesam öffne dich. Wir spielen Doom im Z-Doom-Format. Jo. Da seht ihr es. Hiermit kann ich ja die Sektoren sichtbar machen und da sieht man schon. Jeder kleine Helligkeitsunterschied erfordert, dass ich einen extra Sektor mache. Hier ist ein extra Sektor, das ist ein extra Sektor, das ist ein extra Sektor, das hier, dann ist der Rest ein Sektor, weil ist ja ein Helligkeitswert. Und das hier unten ist auch wieder ein Sektor, weil das praktisch der Boden. Auf dem Boden liegen dann die Schwellen, darauf sind dann die Gleise und die Gleise sind mit Schrauben festgemacht. Das sollen diese Dinger hier symbolisieren. Ja, detailreicher geht es nicht, sonst hätte ich noch mehr Sektoren, deswegen habe ich mich erstmal für diese simple Variante entschieden. Und das Problem ist, ich habe also für eine einzige Schwelle, wo sieht man es? Ich kopiere mal ganz kurz. 40 Sektoren für eine einzige Schwelle. Und das Problem ist, es sind einfach verdammt viele. Das heißt also, wenn man hier vorne steht und in die Richtung guckt, dann muss GZ-Doom mit einmal 4200 Sektoren berechnen. Und das ist halt der Grund, weswegen das bei der Map 3 so abartig heftig stockert.
Vielleicht finde ich dazu noch ein Workaround. Vielleicht arbeite ich hier einfach mit dynamischem Licht. Dann fällt zumindest schon mal das für das Licht weg. Dann weiß ich aber immer noch nicht, wie ich diese Sektoren hier an sich verbinde, weil es gibt die Möglichkeit, mehrere Sektoren auf gleicher Höhe miteinander zu verbinden. Damit habe ich aber noch nicht gearbeitet, deswegen muss ich mich da erstmal reinfummeln. Deswegen bisher halt, so wie es jetzt halt ist, jeder kleine Scheiß ist ein einzelner Sektor. Ja, was halt darin endet, dass die Map, wenn man von einem Ende zum anderen Ende schaut, einfach diese 4000 Sektoren GZ in die Enge treibt. Ja, so viel erstmal zu den Maps, die ich bisher erstellt habe. Ich werde daran natürlich auch noch weiterarbeiten, habe daran auch schon weitergearbeitet. Ja. Und wie gesagt, ich habe hier die ganzen Gegner halt direkt eingefügt. Heißt also, das sind hier wirklich, sieht man jetzt hier nicht unbedingt, aber hier sieht man es. Zeige ich schon mal ganz kurz. Wenn ich nämlich jetzt Death Foretold öffne und meine Map mit Death Foretold öffne, ja, hier, inkludieren, dann sieht man diese Viecher. Und die habe ich halt speziell in die Map eingefügt, dass sie wirklich an dem Punkt halt nicht random entstehen, sondern wirklich gewollt entstehen. Weil ansonsten könnte ich die nicht manuell hinzufügen. Weil ansonsten kann man ja sagen, gut, wenn man von Death Foretold diese Chain Gunner hinzufügen möchte, dann fügt man einfach die normalen Chain Gunner hinzu und wenn man Death Foretold startet, werden diese automatisch mit den Death Foretold Chain Gunnern ersetzt. Das Problem ist, bei diesen Unwillingen, da gibt es halt keine Vorlage, sondern die werden random gespawnt. In der Regel immer dann, wenn irgendwo Munition liegt, dann werden die mit der Munition gespawnt. Und ich wollte die aber manuell hinzufügen. Und dementsprechend muss ich direkt dieses Death Foretold in meine Map integrieren. Was sich aber wiederum darin äußert, dass halt meine Map von Death Foretold abhängt. Und daher kommt halt diese Verzweigung dazwischen. Ja. So viel zu meiner Map bisher. Wie gesagt, ich werde darin natürlich noch weiterarbeiten, ganz klar. Zumal ich ja jetzt auch noch eine Woche Ferien habe. Ich weiß nicht, ob ich... Na doch, wahrscheinlich schon. Ich werde, wenn ich daran weiterarbeite, immer mal ein bisschen so Video mitschneiden, damit ihr auch mal so einen Fortschritt seht. Ihr könnt natürlich auch, wie gesagt, super gerne, gerade zu dem Video, Kommentare runterschreiben, was ihr für Verbesserungsvorschläge habt, gerne auch in Englisch. Mein Englisch ist jetzt nicht perfekt. Es ist ehrlich gesagt noch nicht mal gut. Es ist eher schlecht. Aber zum Lesen von Textnachrichten reicht es aus. Also ich lese auch schon sehr viel Englisch. Ja. Von daher gerne auch in Englisch, wenn ihr der deutschen Sprache nicht so mächtig seid. Ja. Ja. So viel zu meinem derzeitigen eigenen Map-Projekt. Von daher, ciao mit V.